Wir haben heute den Film The Great Green Wall geschaut. Das ist ein Dokumentationsfilm. Da geht es um quasi so einen Grünstreifen aus ganz vielen Bäumen, der gepflanzt werden soll in der Sahelzone in Afrika. Das ist so ein Stückchen unterhalb von der Sahara. Ja, weil die Sahelzone ist in Afrika ein großes Problem, weil in diesem Gebiet herrscht eben sehr viel Dürre. Und dadurch können die Menschen in vielen Gebieten keine Landwirtschaft mehr betreiben, was auch ihr eigenes Leben mit beeinflusst, wodurch sie oft auch keine Zukunft haben. Und sozusagen ist The Great Green Wall eine Art Projekt, um wieder, ja, mehr Um Leben, sage ich mal, ja, um die die Lebenssituation zu verbessern. Lebensqualität zu erhöhen, sodass auch nicht so viele Menschen abwandern. Die quasi Hauptfigur ist eine Sängerin, eine afrikanische Sängerin, und sie reist von West nach Osten durch die verschiedenen Länder. Diese Person war einfach eine Frau, sie hieß Ina Modia und war Musikerin, Aktivistin und wollte das miteinander verbinden und dann die ganzen Erlöse, die aus diesem Album entstehen, dem Projekt der Great Green Wall zur Verfügung stellen. Also sie trifft sich quasi auch viel mit anderen Musikern und dann machen die Musik zusammen. Und in der Musik, in den Texten geht es auch viel so darum, aufzuklären und quasi die Probleme anzusprechen und auch sozusagen der afrikanischen Jugend zu sagen, bleibt hier in Afrika Genau, ihr könnt hier was verändern, genau. ist quasi sehr hoffnungsvoll. Und zu sagen, ja, ihr habt hier eine Chance, sie versuchen etwas für euch zu tun, dass ihr ja später ein tolles Leben haben werdet, dass ihr nicht in andere Länder fliehen müsst. My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream. We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. Le convoyeur va te donner à un autre convoyeur. Tu es déjà vendu à ce convoyeur sans te rendre compte. J'ai eu quatre amis qui ont pris la balle. Ray, quand tu grilles le monde, madame. Bouhoulou, j'y serai à ma mèche sur le bal de l'année, ça va aller. Je vais te donner à vous le bâtard qui est bitcha. The Great Green Wall. It's not just about planting trees. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world. Viele wollen es vielleicht immer noch nicht wahrhaben, aber der Klimawandel ist real. Und dieses Problem, wenn diese Schritte nicht erfolgreich sind, wird uns alle betreffen in ein paar Jahren, wenn Genau. nichts unternommen wird. Also auch, dass die Folgen vom Klimawandel sozusagen genau jetzt schon dort ein riesiges Problem sind. Ja. Bei Dokumentarfilmen denkt man immer an, ja, sehr viel Theorie und Sehr Bildung. sachlich. Ja, sehr sachlich auch, aber da gab es wirklich einige Momente, wo man, naja, also ich hatte schon einige Momente, wo ich den Tränen nah war, sage ich mal, weil das einfach so berührend war, wie das Leben in Afrika ist. Es gibt viele verschiedene Leute und die haben quasi jeder einfach ihre eigene Geschichte und jede einzelne von diesen Geschichten war einfach unglaublich krass und emotional und hat uns echt mitgenommen. Also die Hauptproblematik, die der Film für einen anspricht, ist der Klimawandel, denn das ist der eigentliche Grund oder der hauptsächliche Grund, warum es diese ganzen Problematiken, diese Dürren und die Ausbreitung der Wüsten so gibt. Aber andererseits will der Film auch ansprechen, dass es auch einen afrikanischen Traum gibt, dass es diese zukünftigen Projekte gibt und dass Afrika nicht nur Krankheit und Armut ist. Es gab aber auch am Ende vor allem hoffnungsvolle Szenen. Gerade es wurde Äthiopien
thematisiert, die eben diesen Wandel schon geschafft haben, die aus ihrer Kraft, aus ihrem eigenen Dorf angepflanzt haben über die letzten 30 Jahre und so wirklich eine Veränderung zu sehen war und dass eben, dass man es schaffen kann und dass es die eine Zukunft gibt, dass es diese Hoffnung gibt, wenn jeder mit anpackt. Wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, ab welchem Alter wir den Film empfehlen würden. Mhm. Und wir haben uns jetzt am Ende auf 12 geeinigt, ja. Weil wir quasi denken, ab dann ist man reif genug, dass man sozusagen viele von den angesprochenen Problemen halt versteht selber und sich dann halt auch ein bisschen drüber Gedanken machen kann. Ich fand es insgesamt sehr mutig von allen, die an dem Film teilgenommen haben, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, dass sie darüber aufmerksam gemacht haben, aber dass sie auch alles nicht wertend erzählt haben, sondern ganz offen und auch emotional. Und ich glaube, genau das macht den Film einfach super.